Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Odus Endeidokai und in diesem Video zeige ich dir den Leather-Filter von Bitwig. Es wäre klasse, wenn du mir ein Like und ein Abo dalassen würdest. Dafür darfst du dann auch die Glocke behalten. Aber legen wir doch einfach mal los. So, vorweg als kleine Einleitung ein Abschnitt aus der Wikipedia zum Leather-Filter. Der Moog-Leather-Filter war der erste spannungsgesteuerte Tiefpassfilter seiner Art, der seine Struktur von George Campbells Arbeit mit Telefonsystemen bei AT&T übernommen hatte. Mit einer Flankensteilheit von 24 dB pro Oktave und einer einstellbaren Resonanzspitze am Cutoff-Punkt bot er beim Abschwächen des Signals seine eigenen angenehmen Overdrive-Töne und verlieh verschiedenen Basslines und Lead-Sounds einen unverwechselbaren, fetten Charakter. Moogs Patent für das Filter wurde 1969, kurz nach der Veröffentlichung des Switched on Bach-Albums, erteilt. Das Switched on Bach ist das erste Studioalbum der amerikanischen Komponistin Wendy Carlos, mit einem Moog-Synthesizer eingespielt und veröffentlicht im Oktober 1968. Zusätzlich noch interessant ist vielleicht ein anderer sehr bekannter Leather-Filter. Das ist der Diodenfilter der Roland TB-303. Trotz des Mythos, dass es sich hier um einen 18 dB Oktavfilter handelt, stellte Roland schließlich klar, dass es sich auch um einen 24 dB pro Oktavenfilter handelt. Die Links dazu sind in der Videobeschreibung. Aber nun zum Bitwig Leather-Filter. Ich erkläre erst alle Abschnitte des Filters und am Ende werde ich dann ein paar Soundbeispiele zum Hören geben, die als Kapitelmarken verfügbar und direkt anspringbar sind. Das Filter hat nicht nur den Standard-Cutoff und Resonanzregler, sondern auch diverse Filtertypen mit ihren Varianten, einigen Modulationsmöglichkeiten und noch einen Pre- und einen Post-Gain mit an Bord. Zu den Filtertypen. Mache ich hier mal auf. Und zwar gibt es jeweils vier Low-Pass- und High-Pass-Filtertypen mit unterschiedlicher Flankensteilheit. Kurze Erklärung, was Flankensteilheit ist. Die Flankensteilheit pro Oktave beschreibt einfach nur, wie schnell ab der Cutoff-Position die Lautstärke der nachfolgenden Frequenzen abgesenkt werden, bis theoretisch zur absoluten Stille. Quasi ein Ausblenden, so ein Fade halt. Das wird in sogenannten Polen angegeben. Ein Pol sind immer 6 Dezibel pro Oktave. Zwei Pol sind 12, drei Pol sind 18, vier Pol sind 24 Dezibel pro Oktave und so weiter. Im Englischen heißt die Flankensteilheit oft Slope, Steepness oder manchmal auch SLU. Okay, aber jetzt weiter im Text. So, dann gibt es hier ein Bandpassfilter mit 12 und 24 dB Flankensteilheit. Dann gibt es einen Peakfilter, womit mithilfe der Resonanz an der Stelle des Cutoffs einen Peak, also einen Boost, eine Verstärkung erzeugt werden kann. Also keine Resonanz, kein Peak, viel Resonanz, starker Peak. Dreht man am Cutoff, dann wird der Peak entsprechend durchs Frequenzspektrum durchgeschoben. Dann gibt es einen Notch-Filter, mit dem an der Cutoff-Position eine Kerbe in das Frequenzspektrum geschlagen werden kann oder gezogen oder geschnitten. Wird der Resonanzregler aufgedreht, dann wird die Kerbe immer kleiner und weil das ein Moog-Leather-Filter ist, piekt der Notch ab einer bestimmten Stelle dann auch. Und schließlich folgen noch drei Filter, bei denen Hochpass- und Tiefpassfilter mit unterschiedlichen Flankensteilheiten kombiniert sind. Und im Endeffekt sind es sehr spezielle Bandpassfilter, bei denen jeweils die Frequenz an der Cutoff-Position beim Highpass und beim Lowpass noch an der Resonanz verstärkt werden kann. Der letzte Filter hier, das ist zwar hier ein 4-Pol-Filter, weil ich bei dem EQ Plus keinen 3-Pol-Filter habe, aber der Leather-Filter hat hier einen 3-Pol-Filter. So, das Gain.
Mit dem Gain ganz unten kann das Input-Signal verstärkt und das Output-Signal wieder abgesenkt werden. Das eröffnet nicht nur die Möglichkeit, sehr leise Signale zu verstärken, denn bei einem Synthesizer kann nicht einfach so ein Tool-Device davor geklemmt werden, sondern durch das Anheben des Input-Signals das Filter zu übersteuern und damit gewisse Effekte, meist im Zusammenhang mit der Resonanz, zu provozieren. Und bevor das Signal das Filter wieder verlässt, zu einem normalen Lautstärkepegel absenken. So, ich würde dich bitten, einen Moment innezuhalten und mir einen Like als Anerkennung dazulassen. Wenn dir die Inhalte gefallen, den Kanal zu abonnieren und damit du nichts mehr verpasst, die Glocke zu drücken. Das wäre eine sehr schöne und faire Geste und ich würde mich sehr darüber freuen. Vielen Dank. So, nun zu den Modulatoren. Diese hier. ADSR, LFO und den Envelope Follower. Die jeweiligen Detailabschnitte werden immer erst aktiv, sobald die Modulatoren in die positive oder negative Richtung gedreht werden. So, wenn ich die alle jetzt auf 0 habe, ist nichts mehr aktiv und sobald ich irgendwas bewege, wird dann der entsprechende Modulator aktiv. So, zum ADSR-Modulator. Wie gesagt, positiv und negativ einstellbar, bezieht sich auf die Einstellung hier rechts oben und benötigt einen Input in Form von Noten bzw. MIDI. Also müssen im Arrangement oder in den Clips Noten sein oder es wird live mit einem Synthi eingespielt. Im oberen linken Bereich des ADSR-Abschnittes leuchtet dann ein gelber Punkt auf, wenn MIDI-Noten eintreffen. Sobald also Noten vorhanden sind, bewegen die Einstellungen des ADSR oder die Einstellung der ADSR-Hüllkurve den Cut-Off des Filters. Die Einstellung der Velocity regelt, wie stark sich die Hüllkurve auf die Bewegung des Cut-Offs auswirken. Also je weniger Velocity, desto weniger Bewegung hier, je mehr Velocity, desto mehr Bewegung hier. Und dann gibt es noch die Möglichkeit, einen anderen Track oder einen anderen Clip als Input zu benutzen, so wie einen Sidechain, also eine andere Quelle. Das kann irgendein anderer Track aus dem aktuellen Projekt sein. So, dann kommt der Sound zwar von dieser Spur, aber von einer anderen Spur wird die ADSR-Hüllkurve bewegt und damit auch den Cutoff des Filters bewegt bzw. wird dieser gesteuert. Das kann rhythmisch zu interessanten Ereignissen führen oder Ergebnissen führen, wie in den Hörbeispielen zu hören sein wird. So, zum LFO. Auch in dem Bereich des Low Frequency Oszillators, also des LFO, gibt es oben links einen LED. Das zeigt aber keine MIDI-Noten an, sondern ist eine visuelle Rückmeldung, wie schnell dieser LFO schwingt. Und trotzdem kann das LFO auf Noten reagieren, und zwar mit dem R, das für Retrigger steht, womit bei jeder neu eintreffenden Note der LFO retriggert wird, also auf den Anfangszustand zurückgesetzt und neu gestartet wird. Das heißt, immer hier an den Anfang der Welle zurückgesetzt wird. Über dem Retrigger kann über ein Aufklappmenü eine entsprechende Wellenform für den LFO ausgewählt werden. Da sind Sinus, Dreieck, Rechteck, Ramp Up und Ramp Down oder auch Sägezahn vorwärts wie rückwärts. Einen Sample and Hold Random mit abrupten Übergängen von einem zum nächsten Wert und einen Smooth Sample and Hold mit weichen Übergängen. Also Glides. Der Drehregler rechts daneben regelt die Geschwindigkeit, also wie schnell der LFO schwingt. Wie gesagt, das sieht man dann auch nochmal an dem gelben Blinker-LED hier. Und der Drehregler Phase oder Phase bestimmt, an welchem Punkt der Welle der LFO beginnt. Also ob er jetzt hier beginnt oder mittendrin oder hier oben oder hier oder ganz unten oder wie auch immer. Das kann sehr wichtig sein, denn damit kann bestimmt werden, ob der Filter offen, halb geschlossen oder mit irgendwelchen Werten dazwischen beginnt und damit
und hat damit einen sehr großen Einfluss auf den Sound. So, jetzt zum Envelope-Follower. Der Envelope-Follower reagiert auf die Amplitude bzw. auf die Lautstärke eines Signals. Ich habe zur visuellen Unterstützung hier noch einen Envelope-Follower-Modulator hinzugefügt, der zusätzlich noch das Signal der Welle anzeigt. Lass das jetzt hier mal laufen. Zu hören ist jetzt an der Stelle nichts. Geht einfach nur um das visuelle Feedback gerade. Die Intensität der Lautstärke wird, machen wir den einfach mal an, wird hier oben links durch das gelbe LED angezeigt. Die beiden Drehregler Attack und Release bestimmen dann nur noch, wie schnell der Cutoff des Filters reagiert. Also wie schnell oder langsam das Filter auf- oder zugeht. Und beim Release, wie lange es dauert, bis das Filter wieder geschlossen oder geöffnet wird. An der Stelle sei nochmal auf das Input Gain verwiesen, das hier natürlich auch einen großen Einfluss haben kann. So, bevor es jetzt zu den Hörbeispielen geht, nochmal eine Angelegenheit der Fairness halber. Wenn du das Video bis jetzt angeschaut hast, dann gib dem Video doch bitte einen Like und abonniere eventuell gleich noch den Kanal. Dankeschön. Und ich verabschiede mich jetzt schon mal an dieser Stelle. Mein Name ist Odo Sendai-Dokai. Danke fürs Zuschauen und deine Aufmerksamkeit. Und falls du noch weitere Fragen oder Feedback hast, lass es mich einfach in den Kommentaren wissen. Ich hoffe, ich sehe dich im nächsten Video wieder. Bleib gesund und rette die Zukunft. Viel Spaß bei den Hörbeispielen. Mach's gut. Bis dann. Ciao, ciao. Thank you.
Wow.